Hallo zusammen. Das heutige Video dreht sich wieder um Tipps und Tricks zur RP-Software von Microsoft. Im heutigen Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie erste Einstellungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central vornehmen, wie Sie Erweiterungen installieren und Ihre Ansicht personalisieren. Dazu beantworte ich die Fragen, wie überprüfe ich mein Dynamics 365 Business Central Paket bzw. Rollencenter, wie erweitere ich Dynamics 365 Business Central um weitere Anwendungen, sowie wie personalisiere ich Seiten. In Dynamics 365 Business Central sieht jeder Nutzer unterschiedliche Daten und Funktionen, unabhängig vom gebuchten Paket vom Rollencenter. Ersteres können Sie nachschauen, indem Sie Ihre Unternehmenseinstellung aufrufen. Wenn Sie nach unten scrollen, steht unter Benutzererfahrung bei Ihnen entweder Essentials oder Premium. Dies hängt, wie oben angemerkt, von Ihrem Dynamics 365 Business Central Paket ab. Wenn Sie das Premium-Paket gebucht haben, sehen Sie über die Essentials-Funktionen hinaus auch die Produktions- und Serviceverwaltung. Indem Sie Erweiterungen installieren, fügen Sie Ihrer Lösung weitere Funktionalitäten hinzu. Ihre bislang installierten Anwendungen bzw. die Standardanwendung finden Sie, indem Sie nach dem Stichwort Erweiterungen suchen. Standardmäßig sollten schon einige Erweiterungen bei Ihnen installiert sein. So etwa PayPal Payments Standard. Diesen Standardservice müssen Sie natürlich nicht nutzen. Sollten Sie einen anderen Service bevorzugen, installieren Sie diesen und wählen im Nachgang aus, welcher der beiden Services verwendet werden soll. Neben diesen Standardanwendungen haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, zusätzliche Erweiterungen zu installieren. Dazu klicken Sie auf Verwalten und gelangen anschließend in den Microsoft Marketplace. Dort finden Sie alle möglichen Erweiterungen und Apps für Dynamics 365 Business Central. Einige davon werden durch Microsoft zur Verfügung gestellt, andere durch dritte Unternehmen, wie wir es sind. Natürlich können Sie die Ergebnisse auch nach Produkten, Kategorien oder Branche filtern. Oder Sie suchen gezielt nach einem Anbieter wie nach uns. Tippen Sie Anaptis in das Suchfeld ein, so wird Ihnen aktuell die folgende Auswahl angezeigt. Wir gehen exemplarisch auf die App Anaptis Mail Plus. Bei allen Erweiterungen sollten Sie Beschreibungen vorfinden, Medien wie Bilder und Videos sowie eine Hilfeseite. Noch eine Anmerkung zu den Erweiterungen. Neben dem Microsoft App Source können Sie unsere App natürlich auch bei uns im Anaptis Shop erwerben. Sie können Dynamics 365 Business Central für Ihre tägliche Arbeit individuell anpassen und personalisieren. Die Einstellungsänderungen beeinflussen nur, was Sie persönlich sehen und wirken sich nicht auf die Ansicht anderer Nutzer aus. Sie können Felder hinzufügen, bewegen und entfernen, Spalten in einer Liste hinzufügen, verschieben und bewegen, die Fixierung von Spalten ändern, die Breite von Spalten in einer Liste anpassen, Stapel bewegen und entfernen sowie ganze Teile bewegen und entfernen. Beginnen wir mit der Anpassung. Fahren Sie über das Einstellungsrädchen und wählen Sie den Befehl Personalisieren. Nachfolgend erscheint ein Banner, der Ihnen signalisiert, dass Sie gerade dabei sind, Ihre Benutzeroberfläche zu personalisieren. Wenn noch nicht erfolgt, öffnen Sie jetzt die entsprechende Seite, für die Sie die Änderungen vornehmen möchten. In unserem Beispiel ist es der Debitor. Sie werden vielleicht merken, dass einige Seiten für die Personalisierung gesperrt sind. Jetzt können Sie mit der Maus auf den Bereich zeigen, den Sie ändern möchten. Dieser wird dann farblich hervorgehoben. Verschieben Sie ganz einfach Elemente an einen anderen Ort, indem Sie die entsprechenden Elemente per Maus verschieben. Zum Entfernen einer Spalte fahren Sie mit der Maus auf die Spalte, es sollte ein Pfeil erscheinen. Klicken Sie darauf und wählen Sie anschließend den Befehl Ausblenden. Um ein Element hinzuzufügen, wählen Sie Mehr und anschließend den Befehl Feld Plus. Jetzt können Sie Elemente anklicken und verfügbare Felder hinzufügen. Um eine Spalte zu fixieren, klicken Sie auf den erscheinenden Pfeil und wählen Sie Fixierung festlegen. Ihre Daten werden automatisch gespeichert. Und wenn Sie das ursprüngliche Layout wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Personalisierung deaktivieren. Das war's auch schon mit dem heutigen Tutorial zum Thema Anpassen, Erweitern und Individualisieren in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieses Video helfen konnte. Falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, melden Sie sich bei uns per Mail, Telefon oder schreiben Sie einfach einen Kommentar unter das Video. Bis zum nächsten Mal.